Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Glossy Box und zwar der Spa Edition. Wenn du also wissen willst, was in meiner Box drin ist, dann bleib doch einfach dran. Ich habe mir die Glossy Box abonniert und das ist die Spa Edition, die ich bekommen habe. Und ich habe sie noch nicht geöffnet, wie man sieht. Ich sehe nur den Flyer und ja, jetzt schauen wir mal rein. Und ich mache es wieder so spannend wie in meinem letzten Video mit der Pink Box. Ich schaue da nicht rein, sondern greife einfach blind nach den Produkten. Und ja, jetzt mache ich erstmal das Seitenpapier ab und gucke nicht rein. und das erste Produkt, das ist von Sukin. Australian Nature Super Green Detoxifying Facial Scrub. Parabenfrei. Ah, ein Gesichtspeeling. Die Firma Sukin sagt mir jetzt so gar nichts. Aber das ist wohl eine sehr bekannte australische Firma. Und ja, sie bietet hochwirksame, umweltfreundliche, erschwingliche und natürliche Hautpflege. Zudem hat die Brand eine lange Nein-Liste und verzichtet auf alles, was der Haut, der Umwelt und der Natur schadet. Ja, ich finde es schön, dass ich jetzt ein ganz neues Produkt kennenlernen darf, eine neue Firma. Das ist leider nicht geöffnet, beziehungsweise das ist noch versiegelt. Ich würde daran gerne schnuppern, aber das tue ich erst, wenn ich meine anderen Gesichtsscrubs oder Gesichtspeelings aufgebraucht habe. Hier sind 125 Milliliter drin und würde kosten 12,99 Euro. So, das nächste Produkt, was ich hier ergreifen kann, ist ein Deo von Dove, Powered by Plants. Die Dove kenne ich natürlich, aber diese umweltfreundliche und natürlichere Variante kenne ich noch nicht. Und ja, was hat das denn jetzt Besonderes? Dank ihrer revolutionären Zerstäubertechnologie mit umweltneutralen Treibmitteln entstehen während der Verwendung keine Treibhausemissionen. Damit sind diese Deos die ersten Cosmos Natural zertifizierten Naturkosmetik-Deos der Marke. Okay. Ja, da hat Dove wahrscheinlich jetzt so ein bisschen umgedacht und durch den Zerstäuber soll die Umwelt ein bisschen geschont werden. Ja, okay, also es ist nämlich ein Ingwerduft und ja, kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, das zu benutzen, diesen Duft. Es riecht original nach Ingwer. Ich weiß nicht, also mir gefällt der Duft jetzt gar nicht. Vielleicht entwickelt er sich anders auf der Haut, aber so würde ich mir das nicht auf meinen Körper sprühen. Und so möchte ich auch nicht riechen nach Ingwer. Das gefällt mir jetzt nicht, aber gut, ich finde es gut, dass da ein bisschen mitdenkt und diesen speziellen Zerstäuber eingeführt hat. Der Preis, hier sind 75 Milliliter drin und würde kosten 3,29 Euro. So, das nächste Produkt ist ein Sofortblasenpflaster. Genau, von der Firma Compeed und ich denke mal, man kann dann damit Blasen vorbeugen oder behandeln. Effektive Polsterung für sofortige Schmerzlinderung bei Blasen, also das heißt, also wenn Blasen bereits entstanden sind, kann man das dann auf die entsprechende Stelle kleben, das ist halt ein Pflaster und wenn man dann halt doch noch weiterlaufen möchte, wandern möchte oder was auch immer und die Blase halt nicht sofort abheilt, ist klar, dann legt man sich das einfach auf
die Blase und dann kann dann weiterlaufen. Okay, kann ich jetzt nicht großartig mit anfangen, aber es ist immer gut, das in seinem Medizinschränkchen zu haben und das ist ja auch noch lange, lange haltbar bis 2022. Der Preis wäre 8,35 Euro. Wie viele Stück sind denn da drin? 21 Gramm. Wie viele Anwendungen sind denn da drin? 5. Sind das 5 Anwendungen? Ja, 5 Anwendungen für Blasen an der Ferse. Naja. Das ist eine Heilerdemaske von Luvos. Und zwar ist das die Clean Peel Maske für alle Hauttypen. Reinigt Poren tief, klärt und beugt Irritationen vor. Die Luvos Heilerdemasken finde ich sehr gut. Nutze ich auch selber sehr gerne. Es gibt ja verschiedene Varianten. Und das ist jetzt speziell, ist das jetzt ein Produkt oder ist das jetzt eine Zugabe? Ja, das scheint mir dann eine Zugabe zu sein, weil ich finde das nicht in meiner Broschüre, kann also auch nicht sagen, wie viel das kostet. Ich gehe nochmal durch. Ne, ist hier nicht drin. Nee, dann ist das eine Zugabe. Da freue ich mich aber sehr drüber, weil ich die Luvos Heilerdemasken sehr, sehr mag. So, das nächste Produkt. Was ist das denn? Melusine Paris. Das ist eine grüne Box. Und die kann man dann öffnen. Wie jeder andere Box auch. Und was kommt mir da entgegen? Ach ja. Ach ja, okay. Ja, das ist so ein Roller. Ein Roller fürs Gesicht. Und das habe ich schon von Ebeligen mir gekauft. Und ich finde die super klasse. Ja, es ist eigentlich dasselbe, was ich schon habe. Quasi nur, dass ich hier oben eine große Seite habe, eine breitere, einen breiteren Stein und hier unten dann auf der anderen Seite einen etwas kleineren. Und ja, ich möchte da jetzt nicht drüber gehen, aber man muss einfach von der Mitte aus anfangen, die Haut auszustreifen, das heißt, oder auszustreichen. Das heißt also hier oben geht man mit dem Roller hin, dann, was mir besonders gut tut, ist hier dieser Kinnbereich. Wenn ich da jetzt drüber gehe und für mich ist das dann eine wohltuende Massage. Und dann kann man hier wirklich die Wangen damit bearbeiten. Ja, mit meiner kleineren Variante könnte ich jetzt noch hier unter die Augen gehen. So, das finde ich ja mal klasse. Das ist von Barbour. Und zwar ist das wahrscheinlich eine Ampulle. Ne, 7 Ampullen sind da drin. Oh, cool. 7 Ampullen. Und zwar Perfect Glow. Und ich weiß, dass die Barbour Produkte ziemlich im höheren Preissegment liegen. Und das ist eine Perfect Glow Ampulle. Was heißt das denn? Feuchtigkeitsampulle. Hol dir deinen strahlenden Glow und ebenmäßig aussehenden Ton. Das ist also ein Beauty Serum, spendet intensive Feuchtigkeit. Ja, bei regelmäßiger Anwendung wird die Haut erneuert und Radikalfänger pipapu. Gut für die vorzeitige Hautalterung. Ja, auf jeden Fall soll man dann damit nach der Gesichtsreinigung die Ampulle vorsichtig öffnen, abknicken und dann aufs Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen und dann, dann in die Haut einklopfen. Ich finde es sehr, sehr gut, dass das dabei ist. Das ist ein Originalprodukt. Jo, nicht schlecht.
und kostet 29,90 €. Das letzte Produkt ist eine Handcreme, und zwar eine Bio-Handcreme von der Firma, keine Ahnung, Cosmos Natural vielleicht. Und ja, die nennt sich Feel Free. da ist Orange mit drin, Kamille, Mandelöl, Vitamin E. Ja, genau. Und ja, Handcreme kann man immer gut gebrauchen, was ich interessant finde. Das muss ich euch noch zeigen. Ich komme mal eben rum. Was ich interessant finde, ist, das hier hat einen Holzdeckel, der verkleidet ist. Ne? Also hier innen ist Plastik und außen ist Holzoptik. So, und wenn das mal keine Verarsche ist. Nein, also ich denke mal, ich weiß nicht, ob das Plastik auch abbaubar ist. Steht ja auch nicht drauf. Ist auf jeden Fall Bio, die Verpackung steht da jetzt nicht drauf. Ja. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ist das ein Bio-Produkt und... Oh, Anni, du musst leise sein. Ja. Es riecht sehr gut. Warte mal riechen. Ja, es riecht wirklich sehr gut. Es riecht zitronig. Also da ist mehr Orangenduft drin und Mandelöl riecht man da jetzt nicht raus. Und sie zieht auch relativ schnell ein. So, der Preis, da sind 75 ml drin und kostet 8,95 €. Ja, das war jetzt die Spa Edition und ich finde, die haben das eigentlich ganz gut kombiniert. Dekorative Kosmetik braucht jetzt nicht drin sein bei einer Spa Edition, finde ich. Wäre natürlich toll gewesen, aber gut. ja, ich finde allerdings hier das Deo, kann ich nichts mit anfangen, weil es nach Ingwer riecht. Es riecht nach Medizin, es riecht medizinisch. Nach Ingwer halt. Ingwer-Tee. Noch schlimmer. Noch stärker. Ich weiß auch nicht. Aber das gefällt mir jetzt nicht so gut. Mal gucken, ob ich das vielleicht jemandem andrehen kann. Ja, ansonsten Gesichtsscrub finde ich gut. Maske finde ich toll. Das hier gut, okay. Ne? Also meine Kinder, bei meinen Kindern und mir kann es recht schnell passieren, dass wir mal irgendwann in nächster Zeit Blasen bekommen, weil wir sehr viel spazieren gehen und wandern. Dann haben wir hier Barbour. Finde ich super, weil Barbour ist sowieso, ich finde, eine sehr effektive Kosmetik und auch preislich ja, im höheren Segment. Handcreme kann man auch sehr gut gebrauchen und ich bin eigentlich ganz zufrieden. Diesen Jade-Roller brauche ich jetzt nicht, weil ich schon einen habe, aber ich kann ihn wirklich empfehlen. Macht das mal, ne? Also wenn ihr so einen Jade-Roller habt, dann es ist ein Traum, wenn man ja, wenn man von hier darüber geht, bei mir zumindest, wahrscheinlich, weil alles hier so verspannt ist. Genau, und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Box, bis auf dieses Deo. Den Gesamtpreis werde ich euch hier irgendwo einblenden und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben, abonniert diesen Kanal, wenn du oder wenn ihr keines der Videos verpassen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.